und ein herzliches Willkommen. Hey! Zurück bei Hellblade, Senua Sacrifice. Ich bin von Nöher Gameplays als Hobby. Und wir waren auf dem Weg zurück, denn wir haben ja das Tor jetzt geöffnet, um nach Hel zu kommen. Oh ja. Also begeben wir uns mal auf den Rückweg dorthin. Kann sich nur um Stunden handeln, so langsam wie die läuft. Beziehungsweise rennt, das ist ja schon Rennen. Aber ich denke mal, wir kommen noch heute dran. Heute dran? Heute an. In Hel. Warum soll ich das fokussieren? Brauche ich doch gar nicht. Genau, da komme ich her. Das Opfer brauche ich doch gar nicht zu fokussieren. Habe ich doch schon gemacht. Oder ist der Weg jetzt neu versperrt? Sind wir doch so weit gelaufen? Kam mir gar nicht so weit vor. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. Mm-hmm. An imposter. And nothing is the same ever again. Someone has died. Interessant. Hat Mutter denn nochmal was zu sagen? Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see. But there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Oh, kann ich mehr weg. Okay. Ich hab gedacht, die erzählt jetzt was Neues, die Mutter. Mutter Wasserfall. Da müssen wir hin. Auf jeden Fall ist die Grafik doch völlig was anderes als bei God of War. Bei God of War auf der PlayStation 4, es sieht zwar geil aus, aber... Raven and the mark of Surt, you may cross the bridge over the river of knives to Helheim. Ja, God of War sieht auf der PlayStation 4 zwar auch saugeil aus, aber es ist irgendwie doch nichts im Vergleich zum PC. Muss ich was machen oder geht's von selbst? Wenn sie ja schon mal dreimal gestorben ist, dann wird sie jetzt auch drücken sterben können, um da drüber zu gehen, oder? Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien!
gehäutet? Aufgesponnen? In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Ende. Nee, natürlich nicht. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon, and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. Christ. There is nothing else left. Look into the eye. Okay, das alles hat sich in den 5 Metern abgespielt. Klasse. Okay. Was für Runen muss ich finden? Ah, eher kämpfen. Ich hab vergessen, meine Kamera anzumachen. The only one that makes any sense. You're a winner.
You're close. Tschüss. Hey, die Musik war cool, die hätten weiterlaufen können. Hebel ist aber klein. Aber erstmal abwarten, was meine Fantasie aus Hebel macht. Oder ist hier schon das Biest drin? Every gate you open into darkness brings another challenge. Wow. Ist das die Bestie? Er hat die Tür auf jeden Fall zugemacht. Okay, Kamera an. Wow. Ich bin auch gerollt. Wollte ich nach hinten ausweichen. Aber hey, noch Babys. Oh, gerade wollte ich weg ausweichen. Oh, die ist geschwächt. Ja. Ich weiß, behind me. Ich muss erst mal was sehen können hier. Ja, sehr gut. Aua. Hurt this blood.
Yeah. Dann mal geschafft. Das muss ich wohl fokussieren. Gibt es sonst noch etwas? Komme ich wieder raus? Nö. Ich sehe auch noch eine Tür. Ist das eine Tür? Das ist eine Tür. Komm ich da lang? Fragen über Fragen. Nee, komme ich nicht lang. Okay, dann machen wir mal Pelkus. Okay, Fokus bringt nichts. Was habe ich zu machen? Oh, geht doch auf. War ja klar. Oh. Noch ein Stein. However you come to the gold covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Und sie wird sich dann auch wohl mir in den Weg stellen. Nur dass wir halt eben nicht reiten. Das geht wohl noch nicht auf. Wahrscheinlich müssen wir das hier erst angucken. So viel zu Abwechslungsreichtum. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets and you will find yours. Okay, hier gibt's wohl keins. Nope. Dass es hier das X gibt, das wusste ich ja schon. Sei nicht ganz getroffen, aber es hat wohl gezählt. Sonst gibt's hier doch gar nichts mehr. Ah. Hey, das ist ein S. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu gerade. Und mir wird es natürlich auch nicht angezeigt, dass hier noch eine Rune ist. Geht es hier denn jetzt wenigstens auf? Nee. Ich muss irgendwie da hochkommen. Okay, hier geht's nicht mehr lang.
Ich denke mal, ich muss das alles hier mit hinkriegen. Aber so wird das Ganze hier nichts. So um eigentlich schon mal gar nicht. Nee, das ist total verkehrt. Es geht nur von hier so gesehen. Ja, von hier schon mal gar nicht. Ach komm, sonst reagierst du doch auch immer sofort. Also ich finde, ich hab's schon gefunden. Ja, die zwei kann ich nicht verbinden. Ich muss irgendwie da hochkommen. Aber da komme ich nicht hoch. Ich bin sprachlos. Es hat logischerweise was mit diesen roten Dingern da oben zu tun. Aber ich erwische es nicht. Das ist nicht richtig. Und blöd ist halt eben, dass die Kamera nicht da oben bleibt. Das ist doch scheiße. Hallo Scheiße. Nee, so nicht. Oh. Oh, ich glaube, so leicht habe ich keine Lust mehr. What the fuck? Ich nehme an, ich muss echt da hochkommen, aber keine Ahnung wie. Ich sehe ja das hier, aber erstens kann ich da nicht hoch. Zweitens, fokussieren bringt da wohl auch nichts, damit das irgendwie Realität wird oder sowas. Und ich dann da hoch könnte. Oh, ich kann hier runter. Scheiße, das wusste ich nicht. Ach ja. Na super. Ja, darauf muss man ja auch erstmal kommen hier. Ja, jetzt kann ich das S wohl sehen. Ich konnte es auch vorher schon sehen.
von hier oben wahrscheinlich. Nee, nicht wirklich. Doch von hier. Ach, jetzt funktioniert es, auch wenn es nicht komplett gerade ist. Super. Als hätte ich das nicht vorhin auch schon anders gehabt. Wo geht's denn hier hin? Hey, ich kann die sogar lang. Muss ich hier überhaupt lang? Was habe ich hier auch für Klamotten an? Achso. Von der Seite sah es irgendwie anders aus. Entschuldigung. Vielleicht muss ich sogar hier lang. Per Zufall finde ich immer die richtigen Wege. Ach, die Mutter. Was hat sie uns zu sagen? Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Mhm. Gibt's irgendwie irgendwo so ein Tagebuch oder sowas, was ich alles gefunden habe, oder Statistik? Bringt mir das überhaupt etwas, alles zu finden? Ich meine, das Spiel ist komplettes halber, natürlich, klar. Warum nicht? Aber habe ich auch was davon? Von der anderen Seite geht die Tür also auf. Und hier ist noch so ein komischer, möchte gern sprechender Stein. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Trifft das nicht auf uns zu? Ne, wir haben blau, blau und Fleischfarben, nicht schwarz. So. Tür offen. Die letzte Rune holen wir uns noch, dann ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Sorry dafür. Wenn die diese Rätsel manchmal hier so blöd machen, obwohl es eigentlich immer dasselbe ist. So, bitteschön. Ne, gibt's hier nicht, ne? Okay, schreiten wir trotzdem noch durch das Tor und dann schauen wir mal, wenn nichts passiert, speichern wir. Huch. Runter. Hallo, umdrehen. Durch das Tor noch und das war's dann, falls nichts passiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, nichts passiert. Dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Teil. Und ja, wir hatten wieder so einen kleinen Bosskampf, glaube ich. Ich weiß es nicht. Zumindest war der Kerl ziemlich groß, hat eine ziemlich schwere, schöne große Axt gehabt. Wie wir den platt gemacht haben, kamen dann auch einige andere kleinere dazu. Das hat funktioniert zum Glück. Einer sind wir leider gestorben dabei, wie es aussah. Aber wir haben es halt doch noch geschafft. Naja, falls es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Ich weiß, die Rätsel sind langweilig. Die wiederholen sich ständig nur mit diesen Runen finden.
Aber, ja gut, okay. Ich will trotzdem wissen, wie es weitergeht, wie es aufhört. Und deswegen spielen wir es trotzdem weiter. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem auch. Und, ja. Ihr dürft mich gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Dann kriegt ihr ja so ein bisschen Bescheid. Das ist so laut. Dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid, wenn der nächste Teil oben ist. Und ansonsten, ja, das war Hellblade. Senua Sacrifice mit von Lühair Gameplays als Hobby. Wir sehen uns. Und auf Wiedersehen. Und tschüss.